im nächsten Jahr begleiten. Das ist also nicht weit weg, wir müssen mehr machen. Und man wird auch sehen, dass sich der Wandel, egal ob wir was zutun oder nicht, einfach einstellen wird. Und er wird auch keine Rücksicht nehmen. Das heißt, wir müssen heute eigentlich uns Gedanken machen, wie wird in Zukunft der Wandel sein, den wir begegnen müssen, und welche Maßnahmen müssen wir jetzt treffen, wo wir noch gut finanziert sind, wie wir vorhin beim Haushalt gesehen haben, und uns bald noch besser finanziert werden, solange wir also noch handlungsfähig sind. Weil am Ende muss es so sein, selbst wenn Energie teurer wird und die Mobilität damit auch teurer wird, und es wird so sein, das wird nicht für alles zur Verfügung stehen können, da reicht die Energiebilanz einfach nicht aus bei uns in Deutschland. Das heißt, irgendwas wird auf der Strecke bleiben und wir müssen heute schon umbauen. Das ist das eine, also das Thema Mobilitätshubs und so weiter, das wird uns auch weiter begleiten. Wo wir schon relativ schnell was machen können, ist im Bereich touristischer Verkehr Hochmann, wobei der Titel nicht ganz richtig ist, weil das Verkehrsleitsystem, die Tafeln also, die sind ja auch für Ludwigshafen geplant. Aber jetzt zunächst auf Hochmann. Wo stehen wir? Wie ist unsere Ausgangslage? Hochmann haben wir Glück, wir haben Ziel- und Quellverkehr, das heißt, die Leute wollen dahin. Sie suchen Hochmann. Mit Ludwigshafen fährt man durch. Es ist viel schlimmer, einen Gast zu bewegen, dass er dann ein paar Schritte geht. In Hochmann ist das aber anders. Da war der Gast schon immer bereit, vom Auffangparkplatz die paar Schritte zu gehen. Das ist für uns ein Vorteil. Wie viele Parkplätze haben wir in Hochmann? 780. Davon haben wir 480, die gebührenpflichtig sind. Da sind jetzt exemplarisch ein paar Parkplätze aufgeführt, die ich mit dazugenommen habe. Die 28 in der Volksbank, die sind zu vernachlässigen, das ist nicht viel. Die 45 am Hafen Seeum, das ist schon etwas und sie sind vor allem direkt im Kernbereich, aber so viel eben auch nicht, dass es uns retten wird. Auch die 175 Parkplätze am Weilerkapellenparkplatz sind im jetzigen Zustand zu wenig. Und die 120, Herr Koch, die Sie vom Auffangparkplatz noch mit ins Spiel gebracht haben, werden künftig nicht mehr 120 sein. Sie werden uns auch nur am Sonntag zur Verfügung stehen und es sind dann knapp über 60. Weil 11 davon noch für den Decker reserviert sind. Und zwar für den ganzen Sonntag. Das heißt, wir werden deutlich weniger Parkraum da draußen haben. Unter der Woche wird das sowieso weg und am Sonntag sind es nur noch 60. Deswegen können wir auch vom Argument her, ja, wir haben ja noch den Auffangparkplatz, das ist bestimmt nur teilweise. Wie sieht der Tourismus in Corona-Zeiten aus? Das ist auch eine Ausgangslage. Das heißt, mehr Übernachtungstourismus. Da freuen wir uns, das wollen wir auch haben. Deswegen sind wir auf der Messe. Andererseits ist es so, der Übernachtungstourist, der in Hochmann ist, der macht auch mal in Überlingen, der macht auch mal einen Ausflug nach Hochmann und ist dann Tagestourist. Also auch da sind die Grenzen verschwimmen. Was wir insbesondere haben aufgrund unserer Verkehrsanbindung mehr Tagestourismus. Wir haben immer schon viel gehabt, aber wir werden noch mehr bekommen. Auch im Jahr 2021 bin ich mir sicher, werden wir eine Steigerung zu dem schon exorbitanten Jahr 2020 haben. Wir kriegen mehr Fahrradtourismus. Die Fahrradproduktion im 2020 war im Mai ausverkauft. Die Jahresproduktion, die ist jetzt auch schon geordert in den Fahrradgeschäften. Da wird genau das Gleiche passieren in 2021. Was sollen die Leute auch anders machen? Sie wollen eine frische Luft. Wer mehr Wandertourismus werden wir haben? Das ist auch sichtbar. Dann ganz besonders mehr Wohnmobiltourismus. Das stellen nicht nur wir fest, sondern das quer deutschlandweit. Und ich habe es letztes Mal erläutert, ich kann mir jetzt wegen Corona auch mal zum Fernsehen schauen. Und ja, plötzlich gibt es Werbung für irgendwelche Apps für Wohnmobilisten, wo sie Urlaub machen können und, und. Das heißt, da steckt eine ganze Industrie dahinter und es ist jetzt schon kein Wohnmobil mehr, wenn man es nicht vorbestellt hat, zu bekommen für das Jahr 2021. Und das ist schon ausverkauft. Also, was bedeutet das für uns? Volle Straßen, voller Orte.
Das haben wir sowohl in Bobmann als auch in Ludwigshafen. Wir haben jetzt für Bobmann das alles gemacht, aber das heißt nicht, dass wir es nicht auch für Ludwigshafen machen. Nur haben wir halt nur zwei Hände, wir können nicht alles gleichzeitig machen. Die Konzeption, das Eckpunktepapier zur Mobilitäts Entwicklung, das haben Sie ja schon erhalten und jetzt leiten wir daraus verschiedene Punkte ab. Das, was man dort hinter mir sieht, das ist einerseits aus dem Jahr 2009 die Straßenhierarchie, das hat damals Modus Consult für uns gemacht. Da wurde dann gesagt, was ist eine Sammelstraße, was ist eine Ortsstraße, also was hat überörtliche Funktion oder halt in der örtlichen Funktion eine ganz besondere Bedeutung, und das ist und bleibt in Bobmann vor allem die Kaiserfallstraße. Die ist quasi das Rückgrat der straßenmäßigen Erschließung. Das heißt, alle, die dort wohnen, sind sehr belastet. Das heißt, es ist sehr laut. Das heißt, dass man mit der Familie kaum mit dem Fahrrad reinfahren kann. Und wenn man sich jetzt zurückerinnert, als wir die Straße gemacht haben und das mal alles gesperrt war, wie wohltuend das war, wie der ganze Ort eigentlich bereichert wurde, das war schon gigantisch. Für die Einwohner nicht, ich sehe das Kopfschütteln, das verstehe ich. Aber der Tourismus war draußen, es war einfach deutlich entspannter. Und das wollten wir jetzt erreichen, indem wir sagen, wir müssen gucken, dass es der Tourismus verträglicher wird. Aber zur Wahrheit gehört dazu, und das ist mir ganz wichtig, was ist eigentlich Tourismus? Er schafft für uns Arbeitsplätze. Er bringt uns eine Wertschöpfung, das sind 3,8 Millionen direkt in die Gemeinde und indirekt nochmal 1,8, das sind zusammen 5,6 Millionen Euro. Das sind unsere Parkgebühren, das sind unsere Hafenliegeplätze und so weiter. Es ist Zweitwohnungssteuer, alles, Kurtaxe, Fremdverkehrsabgabe, das kommt alles damit rein. Das ist Wertschöpfung, ohne die es anderen, also bei anderen Kommunen, die das nicht haben, denen geht es deutlich schlechter finanziell, ohne die es uns viel schlechter geben würde. Darüber hinaus ist ganz wichtig, es schafft uns Infrastruktur, die wir sonst auch nicht hätten. Überall redet man vom Gastronomiesterben. So viele gastronomische Einheiten wie bei uns in einer 5000 Einwohnergemeinde, die muss man lange sehen. Also das ist wirklich sehr gut. Wir haben eine Tankstelle, wir haben Edeka, wir haben Penny jetzt bekommen. Oder werden ihn bekommen, den DM, wegen genau solchen Sachen. Auch die Polizeiposten, das war der Grund, warum wir überhaupt noch den Posten haben. Wir haben die Direktvermarktung, also für die Landwirtschaft ist es positiv. Für Bäcker, Kiosk, man weiß gar nicht, man könnte ganz viel mehr sagen. Wir haben auch Einrichtungen, und das ist fast ein Ärgernis für mich, wenn dann die Einwohner sagen, ja, das macht man doch alles nur für die Touristen. Der Uferpark, die Welterbe-Spielplätze, oh, das brauchen wir doch nicht. Also jetzt nur für die Touristen der Einwohner ist nichts mehr wert. Also da will ich jetzt nur mal sagen, die Einwohner haben es an 365 Tagen, der Tourist an maximal 14 Tagen höchstwahrscheinlich. Wir hätten diese Einrichtungen gar nicht, gäbe es den Tourismus nicht. Das ist eine gewisse Geringschätzung, ja, die fast schon Undankbarkeit ist, weil man einfach gar nicht weiß, woher es kommt. Deswegen ist es mir wichtig, dass man sagt, und vor allem auch nochmal hier bei den Arbeitsplätzen. Das sind Arbeitsplätze in dem Bereich, wo auch Zweitarbeitsplätze gemacht werden können. Wo vielleicht auch nicht der Ingenieur da sein muss. Also wo man froh ist eigentlich, dass man gerade auch in diesem Bereich Arbeitsplätze schafft. Und er ist auch Innovationstreiber. Sonst hätten wir nicht schon 1999 ein Kartenlesegerät bekommen, wo man dann eine EC-Karte zahlen könnte. Und irgendwann mal hoffe ich in 2021, dass auch mal eine Kreditkarte dann als Möglichkeit da ist. Nee, aber es ist unsere Homepage, es ist die Sprachsteuerung, die man dann mit reinnimmt, vielen anderen Sachen, die man sonst wirklich nicht hätte. Aber was wollen wir? Wir wollen, dass wir den Ort ruhiger kriegen. Dass die Belastungen, die mit dem Tourismus einhergehen, verträglicher werden. Das bringt uns mehr Lebensqualität, das bringt uns einfach auch mehr Freude. Und wir müssen den Tourismus als Bereicherung nehmen. Wie schaffen wir das? Indem wir unsere Parkraumkapazität in Bobmann vor der Ortslage, nicht im Ort ausbauen. Dann
eine gute Verkehrslenkung auf den Parkraum vorderorts lagen. Den Umstieg auf den Individualverkehr, zum Beispiel vom Individualverkehr auf den ÖPNV, oder zu Fuß, oder mit dem Fahrrad oder mit dem Roller, ich werde es nachher zeigen, das sind die Alternativen. Wir müssen das möglichst kostenfrei machen und es muss möglichst einfach sein. Also keine Hemmschwelle. Man muss sehen, man muss nicht noch was zahlen und man muss nicht den Busfahrer fragen müssen, fahrt sie jetzt in die Ortsmitte oder nicht, sondern das muss klar sein, da kann ich einsteigen, da fahre ich in die Ortsmitte, da komme ich rein und das muss klar sein, da komme ich auch wieder raus. Das müssen wir klar kommunizieren, das ist wichtig. Via App, via Plakate, wir müssen den Gast wirklich darauf hinweisen. Und es soll für ihn den Eindruck haben, als wäre es kostenfrei. Das heißt, es ist eingepreist, schon was anderes. Und damit zahlt er zwar das Angebot, so wie heute der Übernachtungsgast, der auch das Angebot zahlt, von der ich Bodenseekarte und von der Bodensee-Card West, frühere VHB-Karte. Wo ja auch immer noch viele Einwohner sagen, ja, die Touristen kriegen das. Die Touristen zahlen es auch. Wenn es der Einwohner bereit ist zu zahlen, können wir auch drüber. Also ich will einfach nur mit bestimmten Behauptungen auch Schluss machen. Es wird im Übrigen aufgezeichnet, Sie nicht, auch ich. Damit es sind ja nicht so viele Leute da, damit ich das endlich einmal gesagt habe und damit mir nicht das wieder passiert wie bei der Hallstraße, bei Mühlbach, dass die Einwohner oder dass die nicht kommen, dann nicht wissen, um was es geht und dann sich die eigenen Wahrheiten selbst zu machen. Da habe ich ein bisschen die Nase voll und deswegen habe ich gesagt, ich mache es so. Parkraum vor der Ortslage reduzieren, in der Ortslage reduzieren und vor der Ortslage natürlich aufbauen. Das sind sogenannte Push-Pull-Effekte. Wir müssen im Ort die Parkplätze abbauen, wir müssen sie teurer machen und wir müssen die Parkhöchstdauern verkürzen. Es kann ruhig saisonal unterschiedlich sein. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sage, im Winter muss es genau gleich sein wie im Sommer. Und wenn ein Grundler aufführt, dass wir jetzt nicht sperren, sondern uns die Situation anschauen, aber im Prinzip an der Firma ASC-Tech, Bodenrückstraße, Straße im Weiler, einen kleinen Tropfen ausmodellieren. Es geht relativ flexibel und dort stellen wir auch eine Parkleittafel ein, damit wir da auch schon darauf hinweisen, falls jemand bei der Firma Rettich in die Straße im Weiler am Salarkreisel abgebogen ist, dass er da nochmal die Chance hat und wird rausgelenkt in die Budanringstraße hoch zur Kaiserpfalzstraße. Wenn das versagt, oder wenn es jemand weiter drin ist, dass er dann spätestens an der Weilerkapelle, das ist der nächste, sieht es eigentlich schlecht, ich weiß ja gar nicht, ich habe gar keinen Pointer da, doch, ich hätte einen, da kann man es nochmal zeigen, dass die drei Punkte auch gesehen werden. Also einmal hier am Kreisel, einmal hier in der Ungarnstraße. Was wir natürlich hier auch ausweisen müssen, das sind die Parkplätze Richtung Strandbad. Deswegen hier nochmal, auf die müssen wir auch hinweisen. Aus denen könnte man auch mehr machen. Da komme ich aber nachher nochmal drauf. Und dann hier an der Weilerkapelle. Kann schon weitermachen. Ja. So. Natürlich dynamisch, wie viele Plätze sind frei, das muss man wissen. Dazu gehört auch die Ortsmiete. Und es muss auf den Tafeln schon draufstehen, wenn ich in den Ort reinfahre, es wird teuer. Das müssen die Leute wissen. Kurze Zeitdauer, hohe Gebühren. Was machen wir bei den Parkplätzen? Ich würde jetzt hier ganz schnell durchgehen mit Handyparken, Parkscheinautomaten, erzählen jetzt alles anhand von dem Bild und fährt in den Parkplatz ein. Das Kennzeichen wird gescannt bei der Einfahrt und bei der Ausfahrt. Man weiß, das ist wie eine virtuelle Schranke. Wenn einer, also erst, man muss erst zahlen, nicht wie jetzt bisher. Man zahlt und füttert den Parkscheinautomat und hat dann eine gewisse Zeit, sondern man fährt rein, man bleibt die Zeit, die man will und bevor man rausfährt, zahlt man. Wenn man nicht zahlt, dann geht es weiter. Für denjenigen, der es verpasst, automatisch weiter. Das heißt, es kommt eine automatische Halterbestellung, es wird ein automatischer OBI-Bescheid erstellt und mit Verwarngeld. Und wenn es dann zahlt, wird es auch automatisch verbucht. Das ist halt Digitalisierung. Ja.
Ja. Würde das im Prinzip erfolgen, hat den Vorteil, es war schon immer gefordert, dass man auch flexibel parken kann, das hätte man jetzt für dich erreicht. Wie sieht das Ganze aus? Hier nochmal hinter mir, das habe ich eben erläutert, den Punkt, zu dem möchte ich kommen. Die Daten, sowohl Kennzeichen, also es muss natürlich alles dem Datenschutz entsprechen, das wird es auch, aber ich kann natürlich Kennzeichen, also Nummernkreise erstellen. So ähnlich wie wenn ich irgendwo einkaufe und irgendjemand fragt mich nach der Postleitzahl. Wir wissen dann auch gezielt, wo ich Werbung machen kann für die Touristinformation. Alle diese Dinge, also ich habe ein Datenmanagement. Die Daten möchte ich gern an die MDM-Plattform vom Land Baden-Württemberg anschließen. Das heißt, wer ein dynamisches Navi im Auto hat, BMW hat sowas, haben vielleicht auch andere Hersteller, aber ganz bestimmt, und hat seine Zieleingabe zum Beispiel auf Bogmann, Kaiserfallstraße so und so viel gemacht, der kriegt schon sofort dann in sein Navi alle Parkplätze belegt. Tut mir leid, sucht ihr ein anderes Office. Also damit wir schon, bevor die Leute da sind, auch schon eine gewisse Steuerung haben. Das kann ich alles mit diesen Daten machen. Mit diesen Daten füttere ich auch die Schilder, damit ich weiß, wie viele Parkplätze sind noch frei. Also auch so funktioniert dann die dynamische Erkennung. Funktioniert nicht hier vom SEO, das heißt, dort würden wir mit Bodensensoren arbeiten. Die kosten nicht teuer, 5 Euro ein Stück, aber die würden wir in dieses System mit einbinden und dann würden wir auch wissen, was ist hier belegt. Die Bodensensoren sind nicht immer zuverlässig, vor allem nicht im Winter. Aber im Winter interessiert es uns schlichtweg nicht, deswegen können wir sie auch gut benutzen. Ich mache den falschen. So. Parkplätze. Wir müssen das natürlich auch sagen, die Gäste mitnehmen. Das heißt, es muss Teil unserer Strategie sein. Parkplätze im Ort abbauen, die 28 verkaufen in der Volksbank, gucken, dass wir damit außen am Ort das Ganze finanzieren. Wir haben uns ja vorhin den Haushalt gehabt, das muss ja auch irgendwie bezahlt werden. Über die Jahre dann eine weitere Reduzierung schrittweise von weiteren Parkraum, aber das muss erst die Zukunft zeigen. Aber es wäre schön, wenn man den Welterbespielplatz in Hochmann, da waren diese 13 Parkplätze, sind es glaube ich, die waren mir echt ein Dorn im Auge. Wir haben den Spielplatz dann entsprechend so gestaltet, dass es noch einigermaßen möglich ist. Aber die Parkplätze direkt im Spielplatz ist alles andere als ideal. Also da kann man sich dann auch für solche Flächen was ganz anderes dann noch aussuchen. Dann Parkraum natürlich erweitern vor Ort, um das auch den Wegfall von den Parkplätzen von den 28 in der Volksbank zu kompensieren, nochmal 200 vor Ort dazu zu bauen. Also man merkt schon, wo für den gleichen, das gleiche Geld kriege ich was deutlich anderes, was die Anzahl angeht. Sind 200 Parkplätze mit Sicherheit mehr. Damit hätten wir den Weiderkapellenparkplatz erweitert. So, und jetzt müssen wir noch eine Entscheidung treffen. Parkraum für Wohnmobil. Wir werden das brauchen. Die werden überall stehen. Selbst der Parkraum wird nicht ausreichen. Und im Prinzip ist es die Frage, mache ich das hierhin am Weiderkapellenparkplatz? Vielleicht ganz am Ende gegenüber vom Penny vom zukünftigen oder vom Getränkemarkt oder mache ich es am Strandbad? Das muss ich einfach wissen. Weil am Strandbad hatten wir jetzt über den Sommer eine Situation, dass zum Teil 30 und noch mehr standen. Und da holt jeder dann seine Jalousie aus, er stellt seine Stühle hin. Damit fehlt uns auch ein wichtiger Parkraum auch noch für Strandbad. Also wir müssen uns irgendwo entscheiden. Dann müssen wir auf diesem Parkplatz noch, auf dieser Erweiterung im Raum für selbstfahrende Angebote berücksichtigen. Ich weiß, das sagt jeder, ja, das hat er schon lange im Kopf und so weiter. Aber es wird konkreter und immer konkreter. Und da will ich heute auch einiges dazu zeigen. Dass das Gebäude direkt vor dem Ort dieses WC-Gebäude an sich
für mich nicht nur ein WC-Gebäude, sondern viel mehr ist, die Mobilitätsakt, das habe ich im Eckpunktepapier schon beschrieben. Was wollen wir mit dem Gebäude erreichen? Es muss eine Aufenthaltsqualität haben. Eine hohe städtebauliche Güte, wenn ich reinfahre, muss ich sagen, boah, was ist das und was machen die hier? Ich muss eine gewisse Neugier wecken. Ich muss erreichen, dass die Leute dort draußen parken am Wanderkapellenparkplatz und dann manche laufen, aber andere, die wollen nicht laufen, können nicht laufen, damit das eine gewisse Akzeptanz hat, muss ich ein Angebot machen. Und das war schon immer, seitdem ich da bin, hat man von der Kutsche berichtet, die früher mal fuhr. Dann haben wir mal wieder eine Kutsche gehabt. Dann hat sich aber jeder über die Pferdeäpfel mokiert, war auch nicht recht. Also jetzt werden es selbstfahrende Busse, beziehungsweise bis das kommt durch den ÖPNV und Alternativangebote. Dann muss es natürlich zeitgemäß sein, es muss auch passen. Kassler Port, es muss eine elektrische Anzeigetafel da sein, weil sie für den heutigen Menschen eine Höchststrafe, wenn an der Bushaltestelle hingeht und sagt, ja, wann kommt jetzt der Bus? Wie lange soll ich jetzt hier warten? Wenn da dort steht, er muss 4 Minuten warten und er hat nebendran im Gebäude ein entsprechendes Angebot, wo er Aufenthaltsfunktion hat, wo er sagt, oh, das gucke ich mir doch mal an, dann ist er bereit zu warten und dann nimmt er das Angebot auch wahr. Wenn ich das nicht mache, dann sagt der heutige Mensch, also die können mich mal, da warte ich nicht, entweder ich fahre rein oder ich komme gar nicht. Deswegen, das müssen wir haben. Wir müssen so gestalten, dass natürlich auch vom Tourismus was dabei ist. Die Infosäule, die wir hier haben, direkt neben der Touristinfo, die soll dort raus. Dort macht sie viel mehr Sinn. Und wir haben uns auch darüber unterhalten, machen wir viele Druckerzeugnisse hin. Also, die laufen nicht mehr. Auch noch interessant, wie die Gästezusammensetzung sich jetzt in 2020 ganz anders darstellt. Viel jüngeres Publikum, aber auch das mittlere Alter, was uns der Verkehrsplaner, wo ich nachher noch drauf komme, auch gesagt hat, das mittlere Alter, also die Sandy-Parken, ich habe es ja schon erläutert, da sind die Zuwächse gigantisch. Ich hätte nie gedacht, dass Handyparken fast die gleiche Größe hat vom finanziellen Umfang wie die EC-Karte. Dann spinnende Umleite, zum Beispiel für Motorradfahrer, die EC-Anlage, behindertengerecht natürlich, auch im Behindertenwickelraum, halte ich für ganz wichtig, haben wir hier nachgerüstet, ist auch mal ein Problem, weil einfach der Platz zu knapp ist, wenn dann die Liege elektrisch runterfährt und so. Das würden wir dort schon gleich nicht einplanen. Dann eine automatisierte Verleihstation, das sind die sogenannten Alternativangebote zum Fahren und natürlich auch zum WLAN, das kann man ja auch sagen. Nur noch mal ganz kurz, also geht gar nicht darum, dass man jetzt hier großartig erläutert, jeder kennt die Ortseingangssituation, da kommt das Gebäude hin, wir verlegen die Zufahrt, die ursprünglich hier war, nach da, um das Ganze zu entzerren. Der Radverkehr wird schon etwas vorher ausgeleitet werden. Da haben wir jetzt nächste Woche die Gespräche mit der Verkehrsbehörde, mit der Verkehrspolizei, damit das entsprechend läuft. Hier die Bushaltestelle mit dem Kassler Bord, das entzerrt das Ganze alles. Das war nämlich schon ein bisschen zu knapp. Das Ganze hier ist am Werden. Wir sollten nur verdeutlichen, dass man auch mit Funktionen gucken, was muss das Gebäude alles können, was muss dahin. Das sind ja einzelne Einbauten, die sich unter der tollen Konstruktion befinden. Hier nochmal das Thema ÖPNV. Da werden wir am 12.01. mit dem VHB reden. Wir möchten ihn überzeugen, dass man ein Modellprojekt macht, so wie die Bodensee-Karte West, also die VHB-Gästekarte, bloß für den Tagestouristen. Weil das andere ist ja ein Angebot für den Übernachtungstouristen. Ich kann es eigentlich, also Sie wandern auch mal 7.29 Uhr, aber das kann ich nicht kommunizieren. Ich kann nur feste Minuten kommunizieren. Das ist alles nah bei 32, so genau muss es auch nicht sein. Aber der Gast braucht die Orientierung. Das wäre jetzt so etwas in dem Rahmen. Dann ÖPNV umstehen. Ich hoffe, dass wir den VHB dahin kriegen. Dann, das ist eine Paketbox. Was kann die Paketbox?
die wird hier ein Tablet haben, die werden elektrisch gesteuert sein, die Formate der Zuschnitte kann man sich wählen, ob ein Fahrrad reinpasst oder was anderes reinpasst. Ich möchte es hinkriegen, dass man automatisierten Verleih macht. Das ist das, was in Anspruch wurde. In der Städte kann ich mir doch den Roller ausleihen. Da steht der irgendwo am Straßenrand. Ich will nicht, dass er am Straßenrand steht und schon gar nicht, dass er irgendwann mal stehen bleibt, weil sonst steht etwas. Ich möchte, dass der einen Platz hat, weil ich bin ordnungsliebender Mensch. Wenn Dinge einen Platz haben, dann kommen sie meistens auch wieder zurück. Man muss nur den Platz definieren und dann muss man noch diese Art Pfandsystem machen. Das geht alles via Handy. Das heißt, diese EDV, die hier drin ist, da kann ich im Prinzip über einen QR-Code kann ich hinhalten und kann sagen, ich möchte das Handy haben, habe mich registriert, ich kann es auch mit dem Handy bezahlen, kann es mit der Uhr bezahlen, ich kann mit allem bezahlen, im Prinzip auch mit der Kreditkarte. Das geht. Jetzt will ich noch sagen, ich bin gerade auch mit einem anderen Anbieter, der will vielleicht noch Eintrittskarten darüber auch vermarkten. Also alles das geht. Das ist überhaupt gar kein Problem. Das bedeutet, wir werden versuchen, dass man dort einen automatisierten Verleih hat. Da ist zum Beispiel die Box Nummer 8, kann auch eine andere Zahl sein, und die habe ich reserviert. Ich kann so weit gehen, dass der sich auskennt, sogar sagen kann, bevor man Tuttlingen losfährt, ich gucke mal, ob die Roller da sind, da fahren wir heute mit dem Roller rein. Oder mit dem Fahrrad, oder was auch immer. So wie man es möchte. Und ich bin froh, ich habe den Herrn Meier, der sitzt heute auch da, auch gebeten, dass sich da Gedanken macht. Er hat super Ideen und das Leben besteht aus Kooperationen. Wir müssen das nicht alles machen, selber machen, um Gottes Willen. Es wird uns überfordern, wir sind Verwaltung. Wir können sowas gar nicht und wir sollten gar nicht Dinge machen, die gar nicht zu unserem Metier gehören. Wir müssen nur Rahmenbedingungen setzen, die es anderen ermöglichen, deren Geschäft es ist, daraus ein richtiges Geschäft zu machen. Und dann wird es eine Win-Win-Situation. Und so soll es sein. Und ich habe noch ein bisschen Überzeugungsarbeit natürlich vor mir bei ganz vielen. Aber ich versuche immer, die Leute zu infizieren, dass sie das eben mitmachen. Und das da, wenn man die Gefährte hat, dieses Gefährt, das habe ich also im Internet, aber das Gefährt ist ein Bild, was der Herr Meier als Prototyp hat. Das heißt, ein bisschen infiziert, glaube ich, ist er schon, was er das auch macht. Dann, was brauchen wir? Wir brauchen eine Aufenthaltsqualität. Das muss städtebaulich gut sein. Wenn ich nur unser Gebäude habe, dann ist das für den Gast zu wenig. Der muss sehen, da fängt der Ort an, da passiert was. Nicht, da ist unser Gebäude, das wird ja super. Der wird sagen, das sieht klasse aus, das ist toll. Das Multifunktionsgebäude, also dieser Mobilitätssaal. Aber es ist zu wenig. Wir brauchen Platzsituationen. Wir müssen vorne am Weilerkapellenplatz eine Aufwertung des gesamten Bereiches machen. Dazu gehört vor allem auch die Gebäudesituation, die Stärkung der Verkaufsbereiche. Es muss eine Lebens- und Aufenthaltsqualität haben, einen Platzcharakter da haben. Da muss einfach was sein. Ich muss was erleben dort. Das müssen wir da vorne hin. Was brauchen wir sonst noch? Wir müssen den Radweg noch mit anbieten, habe ich vorhin gesagt. Wie geht es technisch? Ja, investieren. Wenn wir investieren, der 2B kommt, glaube ich, 2023, der wurde jetzt 2 Jahre weiter verlängert. Das ist die Umsatzbesteuerung. Und es wäre natürlich blöd, wenn wir das jetzt machen. Wir müssten Umsatzsteuer zahlen, können aber keine Vorsteuer holen. Und dann ein paar Jahre später, 2 Jahre später, alle Einnahmen dann noch die Umsatzsteuer mit reinzubringen. Das heißt, wir nehmen das in unseren Eigenbetrieb mit hinein, lösen das raus, weil ich kann als Gemeinde nur insgesamt umsteigen. Das geht natürlich für uns nicht, da wird zu viel steuerpflichtig, so weit sind wir auch noch nicht, aber wir nehmen das vorher in den Eigenbetrieb mit hinein, da können wir wenigstens die Vorsteuer, was die Investition angeht. Zahlen, dafür muss aber der Parkplatz darf nicht hoheitlich sein, der muss entwidmet werden, der muss privatrechtlich geführt werden, sonst darf ich die Kennzeichenerfassung nicht dürfen. Dann machen wir weitere Zuschussanträge. Ich habe schon mal berichtet, dass es Gemeinde
Verkehrsfinanzierungsgesetz, GVFG, geändert wurde, dass es viel mehr Möglichkeiten gibt, hier zu profitieren. Und wir sind auch nochmal bestärkt worden. Frau Schlatter und ich hatte noch einen Termin mit einem Verkehrsplaner, der solche Sachen macht, der total begeistert ist, uns gerne mit begleiten möchte. Dazu sind wir am 19.01. Aber der hat gesagt, solche Förderungen, die werden dann auch kumulativ gegeben. Das heißt, nur 50% bekommen aus dem Bereich Tourismus, kriegen wir hoffentlich 50% aus einem anderen Bereich. Und dann hätten wir viel, aber wahrscheinlich werden wir schon ein klein wenig was zahlen müssen. Aber es heißt, ich will sagen, wir kriegen das Ganze auch zum Großteil finanziert. Das müssen wir hinkriegen. Das ist auch ein Modellprojekt. Die anderen, die machen schöne Konzepte, wir kommen ins Tun. Das wird umgesetzt. Also während die anderen noch, ich sage immer gern, ich lasse das Wort. Ist nicht gut, wenn ich das sage. Also, wir wollen jedenfalls nicht labern, wir wollen tun. Wir werden weiter an selbstfahrenden Bussen dranbleiben. Wir werden auch weiter gucken, wie ist es im Weiler Thema, sperren wir doch oder nicht. Aber das muss die Entwicklung zeigen. Ich habe Herrn Kuppen und Herrn Kuppen gesagt, das wird der Gemeinderat entscheiden. Jetzt probieren wir es einfach mal 2-3 Jahre. Wir sehen den Effekt. Nachsteuern können wir immer. Dann, was wir natürlich machen müssen, kommunizieren, sichtbar machen, den Gast leiten. Er darf sich nie so fühlen, dass er sagt, ja, wie bei der Umleitungsbeschilderung, wo soll ich jetzt hin? Haben die jetzt das Schild vergessen. Wir müssen dem Gast immer ein ganz sicheres Gefühl geben, ein Wohlbefinden. Und zum Beispiel über App-Lösungen, über Push-Nachrichten, zulässt, dann auch klar machen, so jetzt in einer Viertelstunde kommt der Bus, er hat vorher an seinem Handy in der App die Erinnerungsfunktion und kann dann schon Gastronomen rufen, kann sagen, ich muss zahlen, mein Bus geht in einer Viertelstunde, ich muss noch zur Bushaltestelle. So weit müssen wir kommen. Und das ist heute möglich. Und mit dem E-Ticket, was ja jetzt auch kommt in Baden-Württemberg und wo sich auch der Landkreis Konstanz noch mit etabliert, schaffe ich es dann sogar über solche Lösungen, komplette Reiseroute zu planen und durchzuticketieren, sogar noch zum Bestpreis. Das ist etwas, das sind große Chancen. Nochmal, der Individualverkehr wird teuer. Es wird in Zukunft nicht mehr so sein, dass man sich so viel mit Auto und Individualverkehr leisten kann. Und das heißt zwar immer, ja, nur Mobilitätswandel, aber die Wahrheit ist, es wird anders werden. Und es wird schneller anders werden, als wir wollen. Dann die Anbindung an die MBN-Plattform, damit wir das auch schaffen. Das gibt es schon zu schnell. Der Herr Neumeier, von dem ist auch die Paketbox. Wir sind zusammengesessen und haben in einigen Gesprächen eine Vision entwickelt und am Ende kommt jetzt immer mehr der City Train, ich habe jetzt mal Bolu Express, aber ich kann auch anders reisen, ist mir im Prinzip egal, heraus, wenn es Witzige ist. Wir arbeiten parallel an den Dingen und die sind fast deckungsgleich. Also er braucht mit seinem Bus für diese Route 13 Umgrad Minuten. Ich mit dem Bus, den ich eigentlich, also mit den drei Bussen, die ich hatte, würde ich 15 Minuten brauchen. Ist fast deckungsgleich. Man sieht, noch nicht, aber gleich, drei Busse habe ich gesagt, wieder zwei Anhänger. Es passt wirklich von den Zahlen, auch die transportiert werden müssen, übereinander. Man hat ja gesehen, dass der Bus nicht immer fährt, sondern der hat seine Zeiten, Minuten 19, Minute 32, dazwischen sind Lücken. Die Lücken müssen wir auffüllen. Die schaffen wir noch nicht 2021, aber dieser Zug, der soll im Herbst 2021 als Pilot hier in Bogmann fahren. Wenn wir es wollen, natürlich, und von uns ab. Und möglicherweise 2022 eingebunden sein. Man wird dann ein System entwickeln, ich springe nochmal schnell zurück. Wir kennen ja ungefähr und werden vor allem auch aus Peter Pan
der Parkstore-Lösung mit dem Parkplatz, mit der Kennzeichenerfassung wissen, wann die Gäste zu uns reinkommen. Aber empirisch wissen wir es heute schon. Sie fliegen ein ab 11 Uhr bei schönem Wetter bis 14 Uhr. Das heißt, während der Zeit fahren wir nicht so eine Schleife, sondern wir fahren hin und her, um dann eine Schleife später zu fahren, um wieder alle einzusammeln. Weil da geht es zwischendrin, zwischen den Zeiten, wenn alle kommen, um einen schnellen Transport von A nach B, die wollen alle in die Ortsmitte. Da kann ich einen Verteilung funktionieren. So würden wir das organisieren. Es wäre immer noch ein Fahrzeug, das ist ein Level 4 selbstfahrendes Fahrzeug, aber immer noch mit Fahrzeugstand, weil sowas auch mal nicht funktioniert. Und dann muss es aber vielleicht trotzdem, kann ich nicht sagen, jetzt fahre ich in die Werkstatt, sondern dann muss an dem Tag das ganze Ding halt trotzdem weiterfahren. Dafür, ich mache aber mal Servicefahrten, brauche ich immer einen Verkehrsstand. Man sieht, ich werde es nachher mal zeigen, das sind Fahrzeuge, die heute schon in der Industrie fahren. Ist überhaupt gar kein Problem. Alle Achsen sind gelenkt. Wir haben unterschiedliche Sensoren. Es ist also selbstfahrend. Kabine sehen so aus. Die Kabine lässt sich absenken. Hat vorne zum Beispiel eine Gummilippe. Wenn ein Fuß drunter wäre und die Lippe ist flexibel, das ganze Ding fährt runter. Und jetzt kommt der Fuß. Dann würde die Lippe nach oben gedrückt. Dann ab einem bestimmten Blickpunkt bleibt es einfach stehen. Fährt entweder hoch, weil da gibt es Ultraschallsensor, oder merkt, da ist was anderes. Also es stellt sich auch, das ist das Interessante, auf die Gehwegbereiche dadurch ein. Mit den Sensoren kann man sich anschauen. Jetzt kommt die schlechte Nachricht. Es fährt 10 km/h. Es kann auch schneller fahren, aber dann kriegen wir es nicht auf die Straße zugelassen. Wir haben ja extra Tempo 40 runtergenommen auf Tempo 30. Jetzt will ich nicht so vermessen sein, dass man jetzt auf Tempo 10 runtergeht, das werden wir nicht hinkriegen. Das machen die Bürger nicht mit. Aber es hängt jetzt davon ab. Wir brauchen ein Einverständnis der Bürger, damit die nicht sagen, ich bremse das Ding aus oder sonst irgendetwas, der bleibt da nicht stehen. Das ist ein Problem. Also wir werden das irgendwie, müssen wir da noch die Bürger mit ins Boot nehmen, dass sie sagen, jawohl, das ist auch unsere Lebensqualität, das ist unsere Ruhe im Ort. Deswegen unterstützen wir das Ganze. Was müssen wir noch alles machen? Wir haben einen Antrag gestellt auf 50% Tourismusförderung. Wir waren jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Mal im Gemeinderat. Wir haben mit dem Herrn Meier geredet und sind dort dabei. Wir hatten ein Gespräch mit dem Verkehrsplaner. Der hat auch ein Angebot geschrieben, aber das müssen wir nochmal überarbeiten. Ich will das ein bisschen genauer haben. Aber das war schon mal super und er hat auch gesagt, es ist genial, soweit sind viele Kommunen nicht. Er hat auch gesagt, dass er einen Zugang hat zu weiteren Zuschüssen. GVFG-Antrag können wir auch stellen. Aber mit Erfahrung kann ich es doch ein bisschen zielgenauer stellen. Am Ende ist es mit Sicherheit besser, wir haben da jemanden, der uns mit unterstützt. Am 12.01. reden wir mit dem VAB. Zunächst mal erst mit dem Landkreis, der da die VAB vertritt, aber ich möchte dann auch in das VAB-Gremium, möchte das dort gerne mal vorstellen. Wir reden mit der RP wegen Tourismusförderung, dann mit dem RP wegen kumulativer Förderung, also da sind wir überall immer dran. Früher bin ich immer hingefahren und habe ein paar Mal im Jahr dort alle Türklinken geputzt. Das kommt zwar heute zugute, aber heute geht es nicht mehr, weil diese Zulegen Corona, das geht alles nur bei jedem telefonisch. Ist ein bisschen schwierig, wird aber auch wieder besser werden. Normalerweise mag ich Zitate nicht, aber das habe ich jetzt gerade auf unserem Kalender daheim gehabt, am 12.12. Und da habe ich gedacht, ach, das nehme ich jetzt noch mit rein. Also wir können tun und lassen, was wir wollen. Der Gemeinderat kann sich auch dagegen entscheiden. Aber es kommt, ob wir es wollen oder nicht. Und entweder wir sind vorbereitet und beschäftigen uns mit den Herausforderungen der Zukunft, oder sie brechen über uns herein. Da können wir das beklagen, aber echte Änderungen werden wir nicht haben. So. Was ich gerne von Ihnen will, dass Sie sagen, ja, dieses Konzept machen wir sollen alles vorbereiten.
Und ganz ehrlich, ich möchte mich auch noch um Ludwigshafen kümmern. Viel Zeit und auch viel Lust, möchte ich auch dazu sagen, habe ich nicht mehr da noch weitere Energie hinein und nochmal dies und nochmal da. Das werden wir alles verfeinern, man wird das alles kriegen. Aber ich würde mich auch gerne um Ludwigshafen kümmern, weil auch dort haben wir das Problem. Das werden wir das ganze Jahr 2021 brauchen, aber im Herbst muss es stehen. Da sollen auch die Zuschussanträge stehen. Und ich kann meine Energie nur einmal ausgeben. Das möchte ich einfach dazu sagen. Es ist auch in Ordnung, dass ich jetzt schon fünfmal da mit dem Gemeinderat war. Aber wenn man sagt, das ist eine Spinnerei, man soll das bleiben lassen, dann lasse ich es jetzt auch bleiben. Ich komme dann nicht noch einmal ins Gremium. Das möchte ich nicht als Drogen verstanden haben. Das ist aber dann werde ich einfach meine Zeit da einsetze, wo es für mich zielführend ist. Ich habe keine Ideologie. Das ist mir absolut fremd. Mir geht es nur darum, es kommt, ob wir wollen oder nicht. Und wir haben Verantwortung für unsere Bevölkerung, damit die auch morgen noch mobil sein kann, damit die Belastungen, die aus dem Fremdenverkehr oder aus anderen Dingen herausgehen, damit die auch morgen noch funktionieren. Wir haben auch die Verantwortung, dass die Digitalisierung bei uns möglich ist, deswegen haben wir DSL gemacht. Wir haben auch die Verantwortung, dass auch die Energie noch bezahlbar sein wird für unsere Bevölkerung. Dafür sind wir da, deswegen müssen wir uns mit der Zukunft beschäftigen. Wie gesagt, der Gemeinderat soll jetzt sagen, ja oder nein, und dann lasse ich es entscheiden.